Guten Morgen. Hallo, moin. Ja, wir würden gerne eine kleine Wanderung machen, aber trotzdem mit Pfiff. Was können Sie uns denn da empfehlen? Wir sind ja Norddeutschlands erste Flachwanderregion und haben den wunderschönen Nordpfad Dürtmoor direkt vor der Haustür. Ist echt gute Luft hier, ne? Hochmoore sind Regenmoore, weil sie eben halt von den Niederschlägen abhängig sind und nur in einem Bereich sich bilden können, wo entsprechend ausreichend Niederschläge fallen und der Untergrund eben wasserundurchlässig ist, sodass sich Versumpfungen oder auch Verlandungen bilden können. Das Alter des Großen und Weißen Moores wird etwa auf 11.000 Jahre datiert. Ach, da musst du die Schuhe ausziehen? Mhm. Los, komm. Der kommt jetzt machen wir, ja? Ich bin bereit. Ich auch. Ja, komm! Tolles Erlebnis, ne? Oder? Fühlst du das? Ja, das federt so richtig, ne? Was ist das denn? Das ist der Moorboden. Kennzeichnend für die Hochmoore sind ja erstmal die Torfmoose, das sind die Baumeister des Moores. Dann gibt es noch die Heidesorten oder Heidearten. Sind das Blaubeeren? Einmal diese Weite, ne? Ist das nicht schön, dass man so ganz weit gucken kann? Guck mal, das ist doch auch alles Torfmoos, oder? Ja, typisch Moor. Schön. Ach ja, schön, wenn man seinen Blick die Gedanken hinterherfliegen lassen kann. Das, mein lieber Schatz, das ist für uns. Überraschend. Was? Oh, Wahnsinn! Toll! Schön, dass Sie da sind. Ja. Hier vorne sind verschiedene Canapés. Mhm. Dann haben wir hier regionales und natürlich ein süßer Abschluss, ein Brownie. Sehr gut. Warum heißt denn dieser Wanderweg eigentlich Dirtmoor? Er führt durch zwei Moore durch und es bedeutet einfach durchs Moor. Auf Plattdeutsch dann? Auf Plattdeutsch, ach, genau. So. Hey, ganz tolle Überraschung. Der Wanderweg Dirtmoor zieht sich auf vorhandene Wegestrecken. Von daher ist das keine Störung, die nachhaltig negativ aufs Schutzgebiet dann auswirkt. Boah, ist das schön. Sag mal, hast du Lust, dass wir die Füße abkühlen? Ja, ja, super Idee. Machen wir. Da mitten im Moor dieses Essen, ne? Das Tischlein deckt dich, das war echt so eine geile Überraschung. Ja, hat dir gefallen. Ja, danke nochmal. Oh, und hör mal, hörst du was? Nichts, keine Motorengeräusche, kein Start, gar nichts. Ein Vogel habe ich gehört. Ja, in deinem Kopf. Ich finde, das haben wir gut gemacht. Ja, schöner Trip.